Ja, liebe Freunde, nicht immer geraten die großen Sachen vor die Kamera, nein, manchmal auch die kleinen nützlichen Dinge, die das Leben leichter machen, zumindest wenn man ein Smartphone in einem Auto halten möchte, gibt es hier verschiedene Halterungen. Eine davon stelle ich euch vor von der Firma Aoki, ein chinesischer Gadget-Hersteller. Schauen wir mal an, was er zu bieten hat. Wir packen das natürlich aus in dieser umweltfreundlichen Verpackung von Aoki typisch. Gibt natürlich auch eine deutsche Bedienungsanleitung dazu. Da ist nicht viel zu montieren oder aus der Verpackung zu holen. Zwei Teile, einmal die Halterung und das andere Teil ist der Saugnapf, nämlich dieses Teil. Der hält dann auf glatten Flächen, Windschutzscheibe oder vielleicht einem glatten Armaturenbrett. Hier eine kleine Anleitung zur Montage, ist eigentlich selbsterklärend, aber eine kleine Hürde ist halt zu überspringen. Schauen wir uns jetzt erstmal an, wie der Halter also automatisch spannt. Die beiden Teile muss man natürlich miteinander verriegeln. Danach kann man den Halter montieren bzw. den Saugnapf auf eine glatte Fläche montieren. Der hält übrigens sehr gut. Jetzt legt man einfach mal ein relativ großes Smartphone ein. Hier kann man also nochmal erkennen, wie er zu spannen ist und wie gut er hält. Nebenbei erhascht man auch das Gewicht. Ja, ihr seht, durch eine Entriegelung klappt dieser Halter auseinander. Wir legen jetzt mal ein großes, ein 5,7 Zoll großes Smartphone ein. Achten darauf, dass die Schalter nicht etwa durch die Halterung verklemmt werden. Aber was fällt uns auf? Es könnte nach unten rausrutschen, also deshalb doch mal diese Montageanleitung etwas genauer sich anschauen. Da gibt es nämlich einen kleinen Bügel, den müsst ihr auskippen, ausklappen und danach kann also das Smartphone nicht nach unten wegrutschen. Es wird natürlich auch relativ stabil durch den Klemmhalter gehalten. Hier seht ihr es mal von hinten montiert, da gibt es diesen 360 Grad schwenkbaren Drehknopf. Das ist der Lieferumfang. Das habt ihr ja jetzt sehen können. Schnelle Montage, stabiler Halt an der Windschutzscheibe durch die Saugnapfhaltung. Die 360 Grad Verstellung ist natürlich auch optimal. Was mir nicht so gefällt ist, er hält halt nur auf glatten Flächen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ciao.